Der Olympic Day erinnert jährlich am 23. Juni an die Gründung der Olympischen Bewegung durch Pierre de Coubertin 1894. Und den olympischen Spirit kann man auch in diesem Jahr spüren. Denn in allen 6 Olympiazentren, von Vorarlberg bis Niederösterreich, wurde der Olympic Day gefeiert. So auch bei uns in Oberösterreich. Baggaldrin und das Sportland Oberösterreich luden in der multifunktionalen Tipps Arena zum Sportfest im Zeichen der 5 Ringe. Rund 1500 Schulkinder aus ganz Oberösterreich feierten mit. Ihr seid nicht nur der Erfinder von Kornspitz, sondern auch vom Olympic Day hier da auf der Google. Wie ist das zustande gekommen? Oberösterreich zeichnet sich ja aus, dass es viele Olympiapartner gibt oder Partner des olympischen Sports. Und wir haben gesagt, es soll eigentlich der Geburtstag der olympischen Bewegung auch in Oberösterreich ordentlich gefeiert werden. Und Kornspitz ist ja der knusprigste Sportbotschafter Österreichs. Und da steht es nicht an, dass wir Partner sind des Olympic Days. Wir haben gesagt, dann machen wir was, laden Kinder ein. Und es sind tausende Kinder gekommen, das freut mich ganz besonders. Und es zeichnet sich halt auch in Oberösterreich aus. Wir sind alle eine Sportgemeinschaft und das ist großartig. Mittlerweile sind Sie seit 12 Jahren stolzer Partner des österreichischen Olympischen Komitees. Und als Partner im Austria-Haus mit Ihrer Backstube dabei. Über 70 Athleten werden heuer in rund 20 Disziplinen bei den Olympischen Spielen in Paris vertreten sein. Ja, wir erwarten uns einmal endlich großartige Spiele wieder. Nach den Jahren der Einschränkung heißt uns Paris wirklich willkommen. Das Motto der Spiele ist Games Wide Open, also Spiele weit offen. Und das soll es sein. Auch unser österreichisches Team soll sich zu Hause fühlen in Paris. Das ist unser Job als IOC, dass wir die Umstände bestmöglich gestalten. Und das Ziel ist, dass sich alle auf ihre Bestleistung konzentrieren können, dass jeder sein Bestes geben kann. Olympische Spiele ist etwas Einzigartiges. Es ist ein Event, wo alle Karten neu gemischt werden. Ich hoffe, dass ich, wie mein Bruder vor 3 Jahren, eine Olympiamedaille gewinnen kann und auch für das ganze Team halt. Ihr seid bestens versorgt von der Ernährung her? Ja, genau. Also bei uns läuft wirklich alles tipptopp. Auch von Seiten des Verbands wird viel unterstützt, was Ernährung betrifft. So wurden die vielen Besucher mit dem geschmackigen Kornspitz reichlich versorgt. Und auch das Maskottchen begeisterte die Kids. Gut gestärkt brachten dann die bisherigen Medaillengewinner unter dem Motto Let's Move die Kinder und Jugendlichen ordentlich in Bewegung. Was hat dir am besten gefallen bis jetzt? Eigentlich da gleich. Da ist nämlich das Judo und da haben die halt das gerade so ein wenig vorgeführt. So. Was hast du schon alles erlebt da? Also ich habe heute da draußen beim Eingang schon erlebt, wie man so Breakdancen tut und so. Und ich habe auch solche Move erklärt. So. Kannst du uns den vorzeigen? Ja. Also da nimmt man sich gleich was mit heim, oder? Ja. Was taugt dir sonst von der Sportart her? Also Judo und Tischtennis auch. Da war die beste Tischtennisspielerin von Österreich her da. Ich war da hinten bei den Judo-Kämpfern und da habe ich mir ein Autogramm geholt. Und beim Tischtennisspielen habe ich zugeschaut, wie mein Freund gegen eine der besten Tischtennisspielerinnen von Österreich gespielt hat. Es ist ein Feiertag des Sports, wie man heute sieht. Und es ist auch der Countdown zu den Olympischen Spielen in Paris. Und es ist so wunderbar, über 30 Sportarten kann man heute ausprobieren. Dann hat man die Stars, zum Teil die Weltstars da, die man hautnah erleben kann. Und man braucht nur in die Gesichter von den Kindern, von den Jugendlichen schauen. Das ist Freude pur. Und genau darum geht es uns, quasi Motivation und Freude an der Bewegung zu entfachen. Das ist der heutige Olympic Day. Und wir sind im Herzen der Infrastruktur Oberösterreichs, kann man sagen, mit der Tipps Arena, mit dem Olympiazentrum, mit der Raiffeisen Arena. Und die Kids können überall wo hinschauen, wo man normal nicht hin darf, hinter die Kulissen und so weiter. Also ein wirklich gelungenes Fest des Sports und auch der Freude. In welcher Disziplin würden denn Sie eine gute Figur machen?
wahrscheinlich beim Medaillen überreichen, sage ich mal, da bin ich geübt. Und was beim Sport wäre, naja, vielleicht Judo wäre ganz gut, weil jemand auf die Matte legen, gibt es auch in der Politik da und dort. Nein, ich mein, Tischtennis, das taugt mir total, muss ich sagen. Zuerst war ich beim Klettern einmal und ein bisschen was probiert. Also ich überlasse das den Sportlerinnen und Sportlern und ich tue sie dann ehren, wenn sie irgendwas gewinnen, ganz egal in welcher Liga. Gerne unterstützend dabei, wenn es darum geht, Begeisterung für Sport zu wecken, ist auch die Raiffeisen Landesbank. Das Event findet in unmittelbarer Nähe zur Raiffeisen Arena statt. Die Raiffeisen Arena ist auch eingebunden. Da war es für uns eigentlich ganz klar, dass wir da mitmachen. Und wir haben seit langer Zeit eine Partnerschaft mit der Kronenzeitung, wo wir große Events auch machen. Und da kam der Vorschlag, engagieren wir uns beim Olympic Day, da ist das Geld am besten eingesetzt. Draußen spielte es sich ebenfalls ab. Da wurde auf Torwände geschossen, auf Kletterwände gekraxelt und auf der Laufbahn um die Wette gesprintet. Wir haben jetzt da gerade gesehen, wie du praktisch eingelaufen hast. Deine Disziplin ist Stabhochsprung. Warum ist Geschwindigkeit so wichtig? Ja, also der Stabhochsprung besteht eigentlich aus zwei Drittel aus einem Anlauf. Und da brauche ich natürlich auch eine hohe Anlaufgeschwindigkeit, dass ich meine Stäbe überhaupt springen kann. Nur so eine Info, so ein Stab ist 5 Meter lang. Den muss man einmal über den Biegepunkt bringen. Und das andere Drittel besteht dann als eine technische Fähigkeit. Und da sollte man ein guter Turner sein. Bei den Olympischen Spielen trittst du so nicht an? Genau, das Jahr bin ich noch nicht dabei. Mit 19 ist es ein bisschen früh in meiner Sportart. Und dafür nehme ich es 28 dann in Los Angeles in Angriff. Bei Alisa Fuchs ist es die Liebe zum Reitsport, die sie schon seit Jahren begleitet. Meine Mama hat vor 10 Jahren ein eigenes Pferd gehabt. Und da hat sie mich auch immer wieder mitgenommen. Und dann, wie ich 13 war, habe ich dann mein eigenes Pferd gekriegt. Und da habe ich einfach diesen Sport geliebt. Ihr seid da heute mit dabei. Was taugt euch denn so da? Also, dass es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Von Tischtennis und Führungen, Autogramme. Welcher Sportart taugt dir am meisten? Tischtennis und Fußball. Und was hast du heute schon alles erlebt? Also ich habe ein Formel-1-Auto gesehen, weil das ist mein Lieblingssport und Fußball mag ich auch gern. Jetzt schaust du wahrscheinlich viel Fußball, oder? Ja, Fußball ist voll cool. Und was wäre der Sport ohne die richtige Bekleidung? Wir sind der stolze Partner des ÖOC und des Paralympischen Komitees seit 2010 und starten natürlich dort die ganzen Komitees aus. Die Zusammenarbeit ist immer wieder eine neue Herausforderung, weil immer wieder die Feedbacks, die was wir von den Sportlern bekommen, in die nächsten Kollektionen eingebaut werden. Und das erfordert schon ein bisschen eine knifflige Geschichte. Jedoch machen wir das immer zur vollsten Zufriedenheit und wir freuen uns jetzt schon auf die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Auch wir von Mühlviertel TV sind schon gespannt auf die künftigen Medaillengewinner. Der Olympic Day 2023 auf der Google war auf jeden Fall ein gelungenes Event und ein toller Vorgeschmack auf die Olympischen Spiele in Paris von 26. Juli bis 11. August.